Ja, bevor wir weitermachen, hier vielleicht doch mal kurz gezeigt, wie man das Raspberry-Betriebssystem auf eine Speicherkarte bekommt. Es war ja ursprünglich mit Noobs ausgeliefert, das gibt es hier auch. Hier kann man dann entsprechend beim Hochfahren mit der Space-Taste auswählen, welches andere System man hier haben möchte. Und wir machen es aber jetzt ganz oldschool. Wir laden uns hier Raspbian runter. Das ist das Betriebssystem selber. Dann brauchen wir den Win32 Disk Imager, damit wir diese Image-Datei dann entsprechend auf die SD-Karte schreiben können. Und zum Schluss laden wir uns noch PuTTY runter. PuTTY ist ein SSH-Client, um dann praktisch über das Netzwerk auf den Raspberry zugreifen zu können. Die Links, die sind in der Beschreibung drin, einfach danach folgen und runterladen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Hier habe ich PuTTY, hier habe ich noch 7-Zip, um das Ganze entpacken zu können. Und hier ist der Win32 Disk Imager. Und als erstes gehen wir jetzt praktisch her und entpacken diese ZIP-Datei. Gut, das hat etwas gedauert. Das ist jetzt die Image-Datei auf dem Desktop und jetzt starten wir den Win32. Ja, Mods gleich wieder. Hier müssen wir aufpassen, dass G auch wirklich die Speicherkarte ist. Also wenn wir hier nachschauen, G ist unser leeres Laufwerk, da ist nichts drauf, das muss die SD-Karte sein. Aufpassen, wenn wir hier nicht G aus, man kann hier gar nichts anderes auswählen. Und dann brauchen wir dieses Image. So, und dann sagt mir hier einfach nur noch Write. Wir sind uns sicher und das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Okay, und Exit und dann ist die Speicherkarte fertig und man kann sie in den Raspberry einfügen. So, jetzt brauchen wir also nur die fertig installierte SD-Karte in unseren Raspberry reinschieben. Okay, dann schließen wir das Netzwerkkabel an. Und dann fehlt noch der Stromanschluss. So, und dann fährt das ganze Gerät hoch. Also hier ist die Betriebs-LED und die grüne LED bedeutet, dass er gerade auf die SD-Karte zugreift. Und so nach 40 Sekunden ist das Betriebssystem dann raufgefahren.